Damit begrüße ich dich zu einem weiteren Video. Mein Name ist Marco und heute stelle ich dir ein kleines Lego Investment Portfolio vor für 200 bis 250 Euro, was man natürlich auch noch steigern kann. Also du kannst da auch theoretisch 500 oder 1000 Euro investieren, aber das ist so ein kleines Einsteiger-Depot mit kleinen Sets, die nicht viel Platz wegnehmen, die man quasi theoretisch in eine kleine Kiste und dann irgendwie unter das Bett ins Regal stellen kann und dort lagern kann. Ich ziehe dieses Video jetzt vor. Ich wollte erstmal diese Serie vorstellen und zwar geht es darum, dass ich die jetzt wöchentlich quasi ja verschiedene Serien oder verschiedene Depots vorstelle, mit denen du anfangen kannst, in Lego-Sets zu investieren, wo ich dann immer End-of-Life-Sets vorstelle und für gewisse Budgets eben drüber spreche. Und nächste Woche oder übernächste Woche kommt dann eigentlich erst das Video, wo ich die Serie erkläre. Das heißt, für die Erklärung musste ich noch ein bisschen gedulden, aber ich wollte dieses Video unbedingt heute machen. Denn aktuell hast du die Möglichkeit, das sogenannte Hot Rod Set, dieses hier, kostenlos oder als Gift with Purchase, als Geschenk beim Kauf mit dazu zu bekommen. Auf eBay geht dieses Set aktuell für rund 20 bis 25 Euro weg. Ist teilweise auch ein bisschen teurer gelistet. Das heißt, du kannst hier quasi schon mal 20 Euro ungefähr an Rendite machen, ohne dass du letztendlich da großen Aufwand hast, weil du bekommst ein Set gratis. Und dann dachte ich mir, okay, dann werde ich jetzt heute einfach die Serie quasi releasen, veröffentlichen. Das ist auch ein Wunsch vom Zuschauer gewesen, der mich gefragt hat, okay Marco, wie kommst du an diese Investments? Und wie gesagt, das kommt dann in den nächsten Wochen, aber heute stelle ich eben eins meiner Depots vor. Ich besitze auch selbst Speed Champions aus der vergangenen Serie, beziehungsweise auch ein paar aus dieser Serie, aber dazu im laufenden Video mehr. Springen wir jetzt mal kurz hier rein. Ich habe hier mal bei Lego einen Warenkorb gemacht. Wie immer, ich werde dir, obwohl die Namen kannst du hier alle abschreiben, ich werde aber, wenn ich dran denke, nochmal einen Link und reinpacken, ist kein Affiliate-Link, also ich verdiene an dem Link nichts. Das heißt also wirklich nur, da kannst du dann schauen, ob du das kaufen möchtest. Und hier hast du jetzt eben den Vorteil, wenn du die, wenn du genug kaufst, ich glaube 80 Euro ist die Grenze, kriegst du eben dieses Hot Rod Set gratis dazu. Ist also sehr interessant, wenn es das noch gibt, musst du einfach mal schauen, es gibt manchmal auch wechselnde Aktionen. So, und jetzt kommen wir mal zu dem eigentlichen Inhalt des Depots. Und zwar habe ich jetzt hier mal alle Speed Champions ab 7,580, 7,590 bis 7,595, also quasi ne, steigend, ist aufsteigend, reingepackt. Es fehlt hier die 94, hat einen ganz einfachen Grund, das ist auch so ein Doppelpack und ich finde von den Doppelpacks ist das hier stärker. Das andere ist noch ein bisschen teurer, das kostet 49, das heißt, wenn du theoretisch 250 Euro zur Verfügung hast, dann könntest du dieses andere Set noch reinnehmen und wärst dann bei 240 Euro und hättest es dann auch gepackt. Dieses Set nimmst du bitte zweimal, das geht es im Lego Store nicht. Ich würde dir eher empfehlen, mal auf Idealo zu schauen, ob du es vielleicht bei Thalia und Co. günstiger bekommst oder bei Galeria. Das hier habe ich letztens, glaube ich, für 29 Euro nochmal bei Saturn bekommen oder bei Mediamarkt. Das heißt also auch nochmal, ja, guten Zehner günstiger, wie du hier bezahlen würdest. Natürlich inklusive Versand. Aber das Set, wenn du es zweimal nimmst, dann wären wir genau bei 200 Euro oder knapp unter 200 Euro. Und dann bekommst du eben dieses Set gratis und investierst quasi 200 Euro und hast schon mal direkt 220 Euro quasi an Warenwert oder an Wert, nach dementsprechend schon mal 10% Rendite gemacht. Und jetzt natürlich die Frage, Marco, warum jetzt Speed Champions? Du hast gesagt, die findest du nicht so toll. Ja, für mich als Investor mit etwas mehr Kapital sind die nicht mehr interessant. Klar könnte ich mir jetzt 20 Mal den Porsche hier kaufen, dann wäre das auch kein Problem. Nur ich möchte halt lieber große Sets kaufen, wo ich dann etwas weniger Aufwand habe. Aber dafür brauchst du die Lagerfläche, dafür brauchst du den Zeit und natürlich auch einen logistischen Aufwand, weil große Sets versenden sich halt auch schwerer. Und verkaufen sich auch schwerer. Wohingegen bei so kleinen Sets es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass du mal aus 15 Euro mal 30 Euro machst, dass sie sich verdoppeln ganz schnell, das ist gar kein Problem. Versand kostet hier wahrscheinlich 3,89 Euro, vielleicht versicherter Versand 5 Euro. Also auch für dich und den Kunden relativ günstig, wobei großen Sets auch mal gerne 7 bis 10 Euro an Versandkosten auf dich zukommen können. Und deswegen sind das Sets, die ich sehr interessant finde und das Investment Case dahinter jetzt ganz einfach. Es gibt eine neue Speed Champions Serie oder eine neue Generation und zwar sind das diese Sets hier, also das nicht, aber diese hier, das, das und das und die sind jetzt einen Dot breiter, das heißt diese Lego, ja die neuen Speed Champions, ich mache mal davon jeweils einen auf, dann kann man das mal ein bisschen nebeneinander halten, man sieht es auch schon an der, an dem Vorschaubild hier, hallo, bitte einmal Vorschaubild, von der, na, einmal das Vorschaubild und dieses Vorschaubild, dass das Set hier, dass dieser Speed Champion deutlich breiter ist, also deutlich, also ein Fünftel breiter ist oder ein Sechstel und
demnach auch etwas teurer ist. Und wenn du jetzt einen Sammler hast, der unbedingt diese alte Serie haben möchte, dann kannst du natürlich hingehen und sagen, so, ich habe die noch, du willst sie komplettieren, du brauchst vielleicht noch das Set oder das Set, dann kann ich dir das verkaufen und verlangst dann einen deutlich teureren Preis. Also, das wäre jetzt zum Beispiel ein Anfängerset, was ich kaufen würde, wenn ich jetzt nochmal quasi von null anfangen würde mit Lego Investments. Damit kann man im Moment nichts falsch machen und vor allem mit dem Gift with Purchase. Und wenn man sich dann noch bei der Lego hier oben bei dem, wie nennt man das dann, bei dem VIP-Center anmeldet, kriegt ihr nochmal solche VIP-Punkte. Und von denen habe ich mir zum Beispiel jetzt dieses Set nochmal kaufen können, also als von den VIP-Punkten quasi dieses Set nochmal kaufen können. Das heißt, also mit den VIP-Punkten kann man dann auch noch Sachen machen. Also du kannst entweder Rabatte bekommen oder Special Sets kaufen. Also das heißt, da hast du auch nochmal, ja in Anführungsstrichen, einen Rabatt. Und du kannst natürlich auch Schub benutzen. Da packe ich auch gerne mal den Link unten rein. Oder auch die Seite iCrawl. Packe ich die auch unten rein. Bei iCrawl gibt es sogar nochmal 5 Euro Startbonus. Das heißt, du kriegst dann nochmal 5 Euro günstiger. Und dann würdest du nochmal 3% Rabatt kriegen, was ja bei einem Einkaufswert von 200 Euro schon mal 6 Euro sind. Also von daher eine sehr nette Sache, die man hier noch sparen kann. Das heißt, du kannst hier effektiv schon mal 20 Euro mit dem Set rausholen und dann nochmal 6, vielleicht sogar 11 Euro mit iCrawl rausholen. Das heißt, dann bist du irgendwann bei 26, ja, vielleicht sogar 31 Euro. Also ja, das heißt, du kannst hier schon mal wirklich viel Rendite rausholen mit Cashback und dieser Aktion. Deswegen, wenn du mit Lego Investments anfangen willst, schau dir das gerne mal an. Wenn du es hier nicht kaufst, weil es die Aktion nicht mehr gibt, also dann finde ich diese Preise auch nicht mehr lukrativ. Warum? Ganz einfach, denn es gibt verschiedene Speed Champions. Wir können jetzt gerne mal den Porsche hier einfach mal nehmen als ja, Beispiel und dann gibst du den mal hier ein bei meiner Lieblingsplattform Idealo. Natürlich keine Werbung, aber ist halt einfach super. Dann siehst du, dass du das hier tatsächlich nochmal ab 11,99 Euro bekommen kannst, also nochmal gut 3 Euro günstiger. Muss natürlich schauen mit den Versandkosten. Mit den Versandkosten wärst du jetzt hier wahrscheinlich auch teurer. Aber bei Thalia gibt es auch wieder Payback-Punkte und wenn du dann 15-fach Payback-Coupon hast und dann irgendwie 7,5% kriegst, kannst du auch nochmal günstiger werden als bei Lego. Deswegen auf jeden Fall hier vergleichen, verschiedene Seiten dir anschauen. Vielleicht irgendwie das alles zusammenbestellen, dass du Versandkosten sparst und schaust, dass du es bei einem renommierten Shop kaufst, wo du dann auch umtauschen kannst. Denn wenn so ein Set beschädigt ankommt, ist es für dich als Investor doof und für den Käufer oder den ja letztendlich Sammler dann auch, weil er wird es bei dir nicht kaufen, weil ein kaputtes Set möchte er nicht haben. Und dementsprechend achte darauf, dass A, der Karton ganz ist, dass du B, einen sehr guten Einkaufspreis bekommst und C, vernünftig lagerst. Wie du vernünftig lagerst und alles, findest du, wie gesagt, alles in der Playlist zu Lego Investments. Die verlinke ich dir gerne nochmal hier oben. Da quatsche ich nochmal ein bisschen drüber, worauf man achten muss. Ich kann auch gerne nochmal ein gezieltes Video dazu machen, wo ich quasi die ganze Zeit nur drüber spreche und auch gerne mal mit der Kamera mein Lager filme und dir dann mal zeige, wie ich es persönlich lager und dann kannst du vielleicht daran dir etwas abschauen und dementsprechend auch besser lagern. Also, ja, das war, was ich heute sagen wollte. Ich will am Ende nochmal ein kleines Beispiel machen und zwar, wenn du hier oben eingibst 758 und dann hinten eine Zahl nimmst, die kleiner 90 ist, also weil die aktuelle Speed Champs, die du jetzt noch bekommst, sind 90 plus. Du bekommst auch noch die 88 oder die 87, aber alles drunter, zum Beispiel die 78 oder die 79, sind mittlerweile nicht mehr verfügbar. Das heißt, wenn du diese Sets hier suchst, siehst du, dass die Sets schon gut gestiegen sind. Dann kannst du dir gerne mal bei Idealo, was ich immer sehr gerne mache, dir diese Preisentwicklung hier anschauen. Und dieses Set ist Ende des Jahres 2019 vom Markt gegangen. Das sieht man hier. Da irgendwann, so ja Anfang Dezember, ging es hoch. Und dann ab Januar hat es sich eingependelt auf über 20. Und jetzt ist es mittlerweile bei 25 Euro. Und das ist eine sehr schöne Preisentwicklung. Und jetzt gehen wir mal quasi ein Set davor. Das heißt quasi noch ein etwas älteres Set. Hat tatsächlich es geschafft, auf 70 Euro zu steigen. Ja, das ist auch eine ganz schöne Entwicklung. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was hier die UVP war von diesem Set, muss ich ehrlich gestehen. Ich hätte jetzt gesagt 15 Euro, aber wenn das Set wirklich von 15 Euro losgegangen ist, dann ist das eine verdammt solide Entwicklung. Hat sich das Ding einfach mal ganz entspannt mehr als vervier, fast schon verfünffacht teilweise. Das wäre extrem, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass es hier ja lange Zeit für fast 30 Euro zu bekommen war, hat sie es halt auch hier verdoppelt, hier mehr als verdoppelt und das ist also eine schöne Entwicklung. Das heißt also, auch mit diesen kleinen Sets und den vermeintlich kleinen Sets kann man einen Glücksgriff landen. Man kann halt nicht vorhersehen, welches Set steigt. Deswegen würde ich hier ein bisschen diversifizieren. Vielleicht 2, 3 von jeder Art. Also quasi ne, von diesem Set 2, 3, von dem, dem und dem. Und dann vielleicht von dem
großen noch zwei, das habe ich auch gemacht. Und dann fährt man damit ganz gut. Den Dodge Charger kann man, das habe ich ja zum Beispiel gemacht, weiß nicht, ob es den mittlerweile noch gibt, aber auf eBay konnte man den vor kurzem relativ günstig bekommen. Okay, das Angebot ist scheinbar nicht mehr gültig. Da konnte man den nämlich bei Saturn bekommen. Also vielleicht habt ihr einen lokalen Saturn bei euch noch oder schaut mal die nächste Zeit. Dann konnte man den nämlich bei Saturn für 29 Euro ergattern, aber ihr seht jetzt schon, dass es hier mittlerweile unter 30 Euro bekommt man den hier auch nicht mehr. Aber das kann man ja einfach alles hier bei Yalo regeln. Dann gebt ihr einfach mal den Namen des Sets ein, die Nummer hinten dran. Und dann seht ihr, okay, hier gibt es noch für 29,99 bei hier bei Real zum Beispiel. Also kann man dann ganz entspannt machen, hier auch inklusive Versand. Demnach, ja, habt ihr gesehen, so gehe ich bei der ganzen Sache ran. Ich schaue, in welche Kategorie oder welche Preislage möchte ich investieren. Dann schaue ich ja auf Seiten vom Spielwareninvestor oder auch Stonewalls. Wenn ihr das auf Google eingibt, findet ihr das, also EOL, Sets, Lego. Dann findet ihr die beiden Links, das sind die ersten beiden auf Google. Dann gehe ich hin und versuche, so günstig wie möglich diese Sets einzukaufen, lagere sie dann ein und freue mich in ein oder zwei Jahren, wenn ich sie verkaufe, über eine Wertsteigerung. Und wenn ihr einen guten Einkaufspreis habt, also dann 20-30% vielleicht spart, noch ein Gift with Purchase bekommt oder irgendwelche anderen Sonderkonditionen bekommt, dann werdet ihr euch am Ende des Jahres darüber freuen. Und wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, also mehr darüber wissen wollt oder verschiedene Depots euch vorstellen soll für verschiedene Preiskategorien, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, dann werde ich gezielt zu verschiedenen Preissegmenten Videos machen. Und damit wünsche ich dir noch eine finanziell erfolgreiche Woche. Ich verlinke dir hier ein weiteres Video. Klick dich gerne rein und abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, das würde mich super freuen. Hier findest du ein weiteres Video. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns dann am Sonntag um 10 Uhr und nächste Woche Donnerstag um 18 Uhr. Da kommen jeweils neue Videos. Und bis dahin wünsche ich dir viel Gesundheit und wir sehen uns. Auf Wiedersehen.